Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video habe ich ein Yes-Style-Haul für euch, denn das Paket ist heute gekommen. Ich bin mega gespannt, was ich da nochmal bestellt habe, denn es ist schon ein Weilchen her. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen nachgeordert, die mir richtig gut gefallen und auch ein paar neue Produkte sind bei mir immer mit dabei. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie meine Meinung zu den Sachen ist, euch vielleicht ein bisschen inspirieren lassen wollt, was Neues für die Hautpflege sucht, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. So ihr Lieben, erstmal zu YesStyle. YesStyle ist ein Kosmetik-, aber auch Klamottenshop aus Asien, ich glaube mit einer der größten. Und ich habe schon bestimmt schon seit 2 Jahren Videos dazu gemacht. Das ist jetzt kein bezahltes Video, ich habe die Sachen selber geshoppt. Ich hatte ganz am Anfang vor 2, 3 Jahren mal so eine Kooperation mit denen. Mittlerweile habe ich aber natürlich immer noch einen Rabattcode. Das heißt, falls ihr etwas nachshoppen wollt, könnt ihr 5% sparen mit dem Code FrankasFaves. Ab und zu schicken die mir auch mal Sachen zum Testen zu oder so, aber ich bestelle da auch trotzdem nach wie vor regelmäßig einfach selber, weil ich die Sachen wirklich gut finde und vor allen Dingen, weil sie dort viel günstiger sind als hier in Deutschland. Denn die Produkte, die ich geshoppt habe, die sind von Marken, die ihr auch hier bekommt, wie zum Beispiel CosRx. Die kosten allerdings im DM oder auch im Douglas oder so wesentlich mehr als bei YesStyle und wenn ihr dort eh eine Bestellung aufgebt, könnt ihr die Sachen halt auch direkt mitshoppen und dann spart ihr noch ein bisschen was. Deswegen verlinke ich euch jedes Produkt einzeln in der Infobox. Ich muss jetzt mal gucken, was ich alles bestellt habe. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall für den Urlaub mit dabei, denn ich fliege ja im Januar in den Sommerurlaub und das Video werdet ihr wahrscheinlich auch genau in der Zeit sehen, wo ich unterwegs bin. Deswegen habe ich ein bisschen Sonnenschutz mitgeordert und das könnt ihr dort übrigens auch richtig gut, denn die haben tolle Produkte, die ein bisschen verträglicher sind, auch als die, die auf dem deutschen Markt so in der Regel zur Verfügung stehen. Und ja, lasst euch einfach inspirieren und wie gesagt, alle Infos sind unten verlinkt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich mache dieses Paket mal auf. Es hat ungefähr 2 Wochen gedauert, bis ich das bekommen habe. Ich habe das vor Weihnachten bestellt und es kommt mit sehr viel Plastik verpackt, das muss man einfach sagen. Da der Weg aber recht lang ist, ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass da nichts kaputt geht, nichts ausläuft und das muss man einfach nur wissen, wen das stört, dann wisst ihr Bescheid. Ich bestelle nicht so oft da, aber schon regelmäßig. Ich glaube, ich habe jetzt hier so etwas über 100 Euro für die Bestellung bezahlt. Ich blende euch aber eh die Preise ein. Ich mache das jetzt erstmal auf und dann zeige ich euch einzeln die Produkte. Übrigens hatte ich keine Probleme mit dem Zoll. Das Paket ist heute gekommen mit Hermes und ich musste nichts extra bezahlen, weil es, glaube ich, über Europa geht, sodass da kein Zoll dazu kommt. Nur, dass ihr das auch wisst. Für den Fall, dass es allerdings doch mal Probleme mit dem Zoll geben sollte und ihr etwas bezahlen müsst, keine Sorge, YesStyle wirbt damit, dass die euch die Zollkosten erstatten. Ich hatte ehrlich gesagt aber noch nie Zollkosten. Einmal ist ein Paket, ich glaube vor 2 Jahren mal beim Zoll gelandet, aber das haben die mir einfach so ausgehändigt. Also insofern, so, hier kommt natürlich ein Zettel mit, da stehen die ganzen Sachen drauf. Also einmal eine Shipping-List und natürlich eine Rechnung. Dann ist mir hier gerade was aufgefallen, das habe ich noch nie gesehen. Wenn ihr auf eurer Rechnung hinten drauf schaut, stehen alle Produkte einzeln aufgelistet und vor allen Dingen mit den Inhaltsstoffen. Und das ist ja super wichtig, weil auf den Verpackungen steht es zum Teil nur auf Koreanisch drauf. Dann könnt ihr aber hier auf euren Zettel schauen und da habt ihr alle Inhaltsstoffe drin. Dann könnt ihr nochmal nachschauen, ob ihr irgendwas nicht vertragt. Ich muss allerdings sagen, die Sachen sind für mich super verträglich, weil die meistens keine Duftstoffe haben und nicht so aggressive Wirkstoffe, sondern das ist sehr gut aufeinander abgestimmt. Das sind alles etablierte Marken, die dort eine lange Forschung hinter sich haben, die ich jetzt bestellt habe zumindest. Ne? Ah, das erste, was ich hier habe, ist richtig interessant, weil das ist was Neues, das hatte ich noch nicht. Da bin ich mega gespannt, wie das ist. Ich mag die Marke Purito total gerne und das ist die Oat In Calming Gel Cream. So sieht das aus. Übrigens steht jetzt hier nicht noch meine Adresse drauf. Früher war das immer so, dass die auf jedes Produkt einzeln nochmal einen Adressaufkleber draufgepackt haben. Das war so ein bisschen nervig. Das haben sie anscheinend jetzt gelassen. Und hier kommt eine Pappverpackung und hinten drauf steht auf jeden Fall, wie man das Produkt verwenden soll. Okay, also das ist im Endeffekt eine ganz normale Pflegecreme. Die hat keine Silikone, kein Alkohol, keine Duftstoffe, keine essentiellen Öle und es ist eben aus Hafer und das soll super beruhigend für die Haut sein. Und da ich ja häufig Probleme habe, ich habe hier so ein Ekzem, das ist mal stärker, mal schwächer. Immer wenn ich was verwende, was ein bisschen Duftstoffe oder ätherische Öle enthält,
kommt das manchmal mehr. Manchmal hat es auch damit gar nichts zu tun. Das passiert halt einfach und dann brauche ich immer Produkte, die meine Haut sehr gut beruhigen. Und da probiere ich auch gerne was Neues aus. Und das soll wirklich super sein, um die Haut zu erfrischen, für sensible Haut geeignet und einfach auch zu beruhigen. Das heißt, Feuchtigkeit und Beruhigung ist in dieser Creme wohl enthalten. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das werde ich direkt ausprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere unbedingt auch den neuen Sonnenschutz von Purito aus. Denn ich habe den anderen auch sehr gerne gemocht. Allerdings war da wohl das Problem, dass es kein richtiger Lichtschutzfaktor 50 Schutz war, sondern nur Lichtschutzfaktor 20. Da ich nicht so viel draußen bin, ist das für mich jetzt nicht ganz so relevant gewesen. Aber da war ein großer Skandal sozusagen. Und die haben jetzt eine neue Creme, Daily Go-To Sunscreen, mit Lichtschutzfaktor 50 rausgebracht. Die werde ich mit in Urlaub nehmen. Ich habe auch gehört, dass das bei der hier in Ordnung ist. Das trage ich mir sowieso alle 2 Stunden wieder auf. Insofern finde ich das okay. Und dieses PA, was hier drauf steht, das ist wohl der UVA-Schutz. Und ja, da bin ich jetzt gespannt. Eigentlich muss es funktionieren. Ich hoffe, das ist auch so. Ich habe allerdings auch noch andere Produkte mit und ich sehe das ja im Urlaub, wenn ich mir das auftrage, alle 2 Stunden, wenn ich draußen bin in der Sonne und wenn ich am Abend rot bin, dann weiß ich, das hat nicht funktioniert, dann nehme ich einen anderen und ich teste es jetzt einfach mal. Ich habe aber Vertrauen da drin, wenn man sich öfter nachcremt, sollte es klar gehen und ich liege ja nicht in der Sonne und brate mich, sondern ich halte mich eh im Schatten auf, also insofern glaube ich, ist das in Ordnung und ich freue mich drauf, das einfach auszutesten. Der erste Schutz hat mir ja auch gut gefallen und das habe ich hier in Deutschland auch verwendet und das war für mich auch okay. Ich bin ja nicht so ein ganz weißer Typ, sondern so ein bisschen vorgebräunt, also insofern denke ich, passt das schon und ich habe gute Reviews drüber gehört, also gucken wir mal. Ich glaube allerdings, aktuell ist er wieder ausverkauft und deswegen mal schauen, wie das ist, wenn ich das Video hochgeladen habe. Ich verlinke euch das mal unten. Ich freue mich aber über 2 neue Purito-Produkte. So, das nächste, was ich habe, ist wieder ein Sonnenschutz. Wir fangen erstmal damit an. Also ich nehme das jetzt einfach so der Reihenfolge nach, wie ich das hier drin habe. Und zwar von Isntree. Darüber habe ich allerdings sehr, sehr gute Reviews gelesen. Und zwar ist das Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Das soll kühlend sein und beruhigend sein. Und ich habe mir gedacht, das ist, glaube ich, das Ideale für meinen Mann. Der hat nämlich eine super fettige Haut und der kriegt auch ganz schnell Pickelchen durch die Sonne, wenn der zu fettige Sonnencremes nimmt. Und das ist ja eigentlich super ärgerlich, wenn man dann so einen leichten Ton hat, am Abend dann aber merkt, man kriegt total die Pickel, weil die Poren so verstopft sind durch den Sonnenschutz. Und da habe ich gedacht, okay, kaufe ich das mal für ihn. Ich glaube, das könnte ihm gefallen. Das ist wasserbasierend. Das spendet trotzdem Feuchtigkeit durch die Hyaluronsäure, aber ist viel, viel leichter als so ein klassischer Sonnenschutz. Und ich glaube auch leichter als dieser hier. Beides hat aber einen Lichtschutzfaktor 50. Ich glaube, das ist für meinen Mann richtig gut. Der cremt sich so viel ein, der achtet da extrem drauf. Der hat auch massive Probleme mit Muttermalen und da muss man wirklich aufpassen, wenn die Haut eh schon vorbelastet ist und einfach empfindlicher ist. Und das ist bei ihm einfach gegeben. Und er hat mich auch sehr für dieses Thema sensibilisiert, weil er ist ständig beim Hautarzt und lässt es überprüfen. Und ich kann euch das nur empfehlen, dass ihr das wirklich machen lasst, wenn ihr seht, da ist irgendwas und euch generell einfach schützt, damit da nichts ist. Weil der kriegt ständig was rausgeschnitten, ne? Und deswegen habe ich gedacht, passt das für ihn. Und dann habe ich für mich, für den Fall, dass mir dieses Purito-Teil jetzt hier, also dass mir der jetzt hier doch nicht gefällt, nochmal nachgekauft, den COSAR X-Schutz mit Aloe Vera auch. Das ist auch ein ganz normaler Lichtschutzfaktor 50 fürs Gesicht. Der funktioniert übrigens super unter Make-up. Der kostet um die 10, 11 Euro. Könnt ihr auch hier in Deutschland kaufen. Kostet hier aber, glaube ich, 15 Euro. Insofern kaufe ich das immer bei YesStyle, wenn ich eh eine Bestellung mache. So sieht die Verpackung aus. Da habe ich schon 3, 4 Flaschen von geleert. Den mag ich total gerne. Den verträgt auch mein Mann. Da ist Aloe Vera drin. Das riecht ein bisschen, da ist ein kleiner Duft drin, aber sehr angenehm, sehr mild und da habe ich mich auch nicht verbrannt. Also das ist was, das kann ich mir super auftragen, da kriege ich keine Pickel von. Ich weiß, dass das funktioniert und ich muss ja auf jeden Fall was mitnehmen, wo ich weiß, das funktioniert und was anderes, was man noch so austesten kann, sage ich mal. Ne? Also das ist so der Schutz, wo ich weiß, okay, der geht auf jeden Fall klar. So. Und dann habe ich aber zu guter Letzt, und das ist jetzt auch das letzte Sonnenschutzprodukt in diesem Video, noch diesen Airy Sunstick von Isntree
mitbestellt, denn das ist ein Go-To-Stick. Wenn ihr zum Beispiel am Strand liegt und ihr wollt einfach nochmal nachauftragen, ihr wart im Wasser, ihr habt euch jetzt die Nase gerubbelt oder irgendwie noch die Nase geputzt, das ist bei mir häufig der Fall, ne? Man hat so Wasser an der Nase, man fummelt sich viel im Gesicht rum und trägt den Schutz wieder ab, ne? Dann kann man speziell nochmal wie so einen Blocker quasi nehmen für die Nase, für den Bereich, wo man sagt, da ist der Sonnenschutz abgegangen. Das riecht nach nichts, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das wird genau das Richtige sein. Ja, das fühlt sich total kühlend an. Das ist schön und nicht so fettig. Das ist eher so ein bisschen mattierend sogar. Ich glaube, das wird meinem Mann mega gefallen. Das kann er sich dann einfach nochmal auftragen, ganz schnell, ohne dass man sich die Hände dreckig machen muss. Ja, also man kann sich das einfach so auftragen. Und ja, finde ich super genial. Also das werde ich auf jeden Fall im Urlaub verwenden. Da freue ich mich drüber. Dann machen wir noch mal weiter mit einem weiteren neuen Produkt. Und zwar habe ich mir von COSRX den Low pH Good Morning Gel Cleanser gekauft. Den hatte ich schon ganz lange auf meiner Liste, dass ich den ausprobieren wollte. Habe es aber nie gemacht, weil ich immer wieder andere Sachen ausgetestet habe, die mir aber zugegebenermaßen nicht so ganz so gut gefallen haben. Ich habe sehr viele Gelreiniger bei Yesdal bestellt. Da war ich häufig nicht der Fan von, weil sie so seifig waren und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die haben die Haut ausgetrocknet. Obwohl da häufig stand, es trocknet die Haut nicht aus, war das bei mir schon der Fall. Und deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das sein soll, weil das soll die Haut nicht austrocknen, einen niedrigen pH-Wert haben. Und ja, ich muss mal gucken, ob das für mich funktioniert. Und auch gegebenenfalls für meinen Mann. Und vielleicht nehmen wir sowas auch mit. Ich werde das auf jeden Fall auch mal hier ausprobieren und euch dann updaten, weil 2, 3 andere Reiniger, die ich letztens geshoppt habe, die haben mir alle nicht gefallen. Das werdet ihr in einem Aufgebraucht-Video sehen. Die sortiere ich nämlich aus, weil die für uns beide nicht funktionieren, leider. Und mal gucken, ob der besser ist. Da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf. Dann habe ich aber ein Produkt, das funktioniert für mich so gut, dass ich das jetzt nachgekauft habe und jetzt nochmal kaufe, um es einer Freundin zu schenken. Denn ich habe bereits noch ein zweites davon. Und zwar ist das das Fick Cleansing Balm von I'm From. Das hatte ich ursprünglich mal in dem Adventskalender von Yesdal vom letzten Jahr, also nee, vom vorletzten Jahr sogar. Letztes Jahr habe ich den ja auch geöffnet und im neuen Jahr euch, glaube ich, erst gezeigt, weil das war so spät, dass ich den bekommen habe. Auf jeden Fall war der im Jahr 2020 drin. Und das war mit eins der besten Reinigungsprodukte, was ich in dem Jahr ausprobiert habe. Das zusammen mit den Produkten von Elemis sind wirklich meine liebsten Abschminkbalsams. Hier ist der Riesenvorteil, das riecht nach Feige. Ist auch nicht ganz günstig, aber hier sind immerhin 100 Milliliter drin. Und damit könnt ihr euer komplettes Make-up entfernen, auch das Augen-Make-up. Es ist sehr sanft zur Haut, einfach mit Wasser dann abwaschen. Und da bleibt auch kein Film zurück. Und ihr braucht theoretisch bei diesem Produkt kein Gelreiniger hinterher, weil das sich komplett entfernt und da bleibt auch kein, sag ich mal, so öliges Gefühl auf der Haut, sondern die Haut ist noch mit Feuchtigkeit versorgt. Die Feuchtigkeit bleibt drin, aber es ist kein Ölfilm mehr drauf. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Waschlappen verwendet, sondern nur mit Wasser abspült. Und das finde ich so genial an diesem Balsam, weil die meisten Balsams, die gut reinigen, die hinterlassen so einen Film. Ihr müsst dann irgendwie einen Lappen nehmen oder einen Gelreiniger. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber manchmal habe ich keine Lust auf so viele Steps und dann ist das ideal und das werde ich meiner Freundin schenken, die mich nach so einem Produkt gefragt hat und da habe ich gedacht, schenke ich ihr das zum Geburtstag, mal zum Ausprobieren und ich hoffe, es wird ihr gefallen. So, und jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Make-up, denn da habe ich auch was nachgeordert, auch direkt jetzt für den Urlaub und für alles Mögliche. Ich hätte mir noch viel mehr gekauft, ein paar Sachen hatten die leider nicht. Und zwar habe ich mir jetzt nachbestellt von Clio die Kill Lash Long Curling Mascara. Das ist die beste Mascara von 2021, die ich ausprobiert habe, jemals. Die macht die Wimpern unglaublich lang, hält den Schwung und ist wasserfest. Und da ich die auch mit in Urlaub nehme und jeden Tag tragen möchte, habe ich mir direkt eine nachbestellt, weil ich weiß, die ist dann leer, weil man davon relativ viel nehmen muss. Aber es ist ein traumhaftes Bürstchen. Ich zeige euch das mal. Ich habe die gerade hier. So schaut das Bürstchen aus, das tut nicht weh. Man denkt, das sieht so unspektakulär aus, aber das ist die beste Wimperntusche. Ich habe ein Video dazu gemacht, das könnt ihr euch anschauen, das verlinke ich euch. Die Wimpern werden so extrem lang. Die kostet manchmal mit Rabatt nur 11 Euro. Ich habe, glaube ich, 13 Euro bezahlt, aber das lohnt sich wirklich sehr. Also das ist wirklich die beste, die ich jemals in meinem Leben ausprobiert habe, muss ich ganz klar sagen. Und was ich auch sehr, sehr gut fand, sind die
Liner, und zwar sind das ganz normale Eyeliner-Schwarze. Ich schaue mal, ob ich meinen auch gerade noch hier habe, denn da habe ich mir direkt zwei Pakete nachgeordert, weil die sehr lange halten. Die sind auch wasserfest, smudge-proof und richtig cool und funktionieren ganz einfach. So schaut das aus. Kostet auch so um die 6 Euro. Verbraucht sich halt relativ schnell, ne? Also es ist zwar noch mein erster, aber wie gesagt, ich habe Angst, dass der dann alle ist und dann, da der Versand so ungefähr 2 Wochen dauert oder auch mal ein bisschen länger, dachte ich, bestelle ich gleich 2. So schaut der aus, also richtig genial, funktioniert so gut und ich hätte mir am liebsten auch noch den Augenbrauenstift nachgekauft, den ich so toll fand, aber den hatten die nicht mehr von Clio, den Killbrow. Boah, das ist auch ein Hammer Augenbrauenstift, also falls es den noch gibt, ich verlinke euch den mal. Mein liebster Augenbrauenstift jetzt, weil so eine dünne, feine Mine hat keiner von den anderen, die ich kenne, auch nicht von Benefit. Die sind alle etwas dicker, was auch nicht schlimm ist, aber das funktioniert noch besser, wenn ihr feine Augenbrauen habt. Der nennt sich Killbrow 0,9 mm Slim Tech Hard Pencil. Gab's nur leider nicht mehr. Würde ich mir sofort 5 Stück bestellen und keinen anderen mehr verwenden, muss ich ehrlich sagen. Finde ich absolut genial, das Ding. So, das war meine Bestellung. Dann habe ich noch ein paar Prüppchen mitbekommen. Die zeige ich euch auch gerade noch geschwind. Einmal hier ein Comfort Rest Goodnight Oil. Okay, das sieht ja so schön aus. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt. Von Illion. Dann von XY COS ein Pink Kollagen Serum. Hört sich auch interessant an. Und von Coxier ein Intensive EGF Peptide Cream, eine Creme. Ja, super. Also das werde ich bestimmt auch mal auschecken. Und das war es jetzt aber erstmal in meinem Haul. Schöne Produkte. Ich freue mich mega drauf, den Sonnenschutz auszuprobieren. Und vor allen Dingen diese Oat in Calming Gel Cream. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten kenne ich die meisten Sachen ja und habe sie mir nachbestellt. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Super Qualität zu einem vernünftigen Preis, muss man wirklich sagen. Alles ist unten verlinkt. Wenn ihr Lust habt, nutzt auch gerne noch meinen Code FrankasFaves. Könnt ihr 5% nochmal sparen. Ihr könnt aber auch andere Codes nutzen. Die teilweise haben die nämlich auf der Seite auch 10% Codes. Und teilweise sind bestimmte Produkte auch nochmal rabattiert. Die haben immer wieder Sales bei den Sachen und deswegen schwanken die Preise auch so ein bisschen. Also ich kann euch keine, ich habe euch vielleicht Preise eingeblendet, aber eventuell sind die nicht ganz korrekt, wenn ihr dann auf die Seite schaut und es kostet ein bisschen mehr oder weniger. Ich kann nur den aktuellen Tagespreis nehmen und dann müsst ihr einfach mal gucken. Wie gesagt, es ist alles verlinkt. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn euch generell solche Videos gefallen, würde ich mich total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das könnt ihr hier. Gebt mir auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten verlinke ich euch hier nochmal 2 meiner letzten, vor allen Dingen auch dieses Video mit den Clio-Produkten, weil die waren echt richtig klasse. Okay, ihr Süßen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.